Ihr müsst mir aber mal helfen. Ihr müsst mir sagen, wo zur Hölle findet ihr immer die Spiele? Yo Leute, was geht? Wir spielen wieder eine neue Runde. Oh, das ist ein Zombie. Daisy Standalone. Der Zombie beachtet uns nicht. Dann gehen wir einfach weiter. Kein Problem. Ja, und heute habe ich mir vorgenommen, ich möchte heute ein bisschen PvP-Action erleben. So wie jedes Mal eigentlich, aber heute, mal schauen, vielleicht werde ich heute nicht so gezwungen reinlaufen, sondern ich werde mal ein bisschen taktischer vorgehen. Ihr müsst mir aber mal helfen, ihr müsst mir sagen, wo zur Hölle findet ihr immer die Spiele? Weil ich sehe nirgendwo Spiele. Die einzigen Spieler, die ich sehe, sind entweder Combat-Logger, die sich sofort ausloggen, die irgendwo in Wänden stehen oder die irgendwo in Büschen campen. Aber sonst habe ich ich bin nirgendwo Spieler begegnet. Und jetzt sagt mir nicht Elektro oder so, weil über dieses Porngebiet habe ich gar keinen Bock. Da kann ich auch keine Ahnung. Kann ich. Was weiß ich hier, da kann ich irgendein was anderes Noobiges machen. Ich will irgendwo im Norden Spieler begegnen. Ich war so auf dem Diva, ich war so auf Gorka, Star, die Novi, nirgendwo auch noch nicht mal einen Schuss gehört oder so, oder nicht mal einen Spieler gesehen. Aber die Zombies sind alle tot, also irgendjemand muss der da mal gewesen sein. Ich connecte immer auf die vollsten Server. Aber ich weiß nicht, an was das liegt. Ich sehe einfach, ich finde einfach keine Spiele. Wir sind jetzt gleich bei Polana. Ich mache es jetzt einfach mal so, wenn ich sterbe, dann laufe ich immer so zur Hälfte hoch und ab da aus nehme ich auf. Also das heißt, dieses Spawngebiet, ich gucke ja nicht mehr nach, da, was soll ich da, ist für mich... Weiß nicht. Ich bin nicht dieser Typ, der einfach in den Spawn-Gebieten abhängt. Lass ich anderen Noobs da ihren Spaß haben, aber ist nicht meins. Bambis töten oder so. Kann wer anders. Ich gehe lieber da, wo die Leute gut equipped sind, wo die gefährlich sind. Wo die in den Büschen hocken oder sich in den Wänden glitschen. Da gehe ich hin. Das sind meine Gebiete. Ich würde ja am liebsten rund um Bieber kämpfen. Bei Daisy Vanilla, also bei der Arma 2 Mod. War ich immer in Vibor. Jede 2 Minuten kam da jemand, dann wurde dick gekämpft oder RP gemacht. Immer Vibor so. Vibor, was Pustoschka ist, glaube ich, da auch gewesen, wo die Action abgeht. Das war mal so die Ecke. Cabanino. Und hier gar nichts. Hier sieht man nicht mehr Spiele. Super, ich kann natürlich kann ich. Natürlich kann ich dann nach Elektron da mal einen töten oder einen Äxten oder getötet werden, aber ich weiß nicht. Macht euch das Spaß im Spawngebiet? Mir macht es keinen Spaß. Warte mal, was zu essen. Können wir uns gesund ernähren? Machen wir Eat gleich. Nom 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 nom. Vielleicht steht bei uns dann irgendwann Healthy. Und da haben wir sogar schon Munition gefunden. Das ist die 9mm Rounds. Für zum Beispiel die USP ist das. Die Batterie braucht kein Mensch. Was cool wäre, wäre natürlich jetzt eine Tasche zu finden. Eine Wasserflasche ist auch super cool. Ja, komm. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Am schlimmsten, ich finde ja das nicht mal am schlimmsten. Ich meine, okay, klar sind das Bugs, mit denen rechnet man, ja. Die finde ich nicht schlimm. Aber am schlimmsten finde ich ist, dass man die Waffe nicht immer wechseln kann. Weil sau oft tut er den nicht zurück oder holt ihn nicht raus und so. Das hatte ich schon so oft. Das geht mir am allermeisten auf den Sack. Kann man hier? Oh, ich glaube, das ist ein Backpack, oder? Aber wieso kann ich das? Pristine Böppelsack. Machen wir mal Doppelklick. Ist ein Sack, wo man, den man anscheinend jemand drüber tun kann, dass man nichts mehr sieht. Wollen wir das mal testen? Klar wollen wir das mal testen. Wo ist er hin? Ah, da ist er. Cover on head. Genau, jetzt dürfte ich eigentlich nichts mehr sehen. Wenn das ist, was ich, wovon ich vorgehe. Ja, das ist es. Naja. Remove.
Ja? Also wäre cool, wenn du das jetzt wieder wegtun würdest, weil dann würde ich wieder was sehen. Ah. Okay, also meiner Meinung nach kann man für RP eigentlich ganz gut gebrauchen. Also muss man schon sagen, so schlecht ist das nicht. Wieso kann ich denn zum Beispiel nicht als, als einen Sack benutzen, wo ich Sachen mit rein tun kann? Weil es stand jetzt, man kann zum Beispiel Samen da rein tun, ja? Ich möchte da aber. Was möchten wir da rein tun? Vielleicht ein paar Orangen, Kartoffeln, sowas. Wieso geht das nicht? Finde ich schade, aber vielleicht kommt das ja noch. So, was haben wir hier? Mal hier noch Sachen durchsuchen. Ich habe eigentlich gar keine Lust, hier lang zu bleiben. Dann machen wir so. Dann machen wir so. Den Kompass nehmen wir mal mit zur Not. Falls wir uns verirren. Da war ein Schraubenschlüssel, ich habe es gesehen. Was ist das? Empty? Wo sind die jetzt hin? Wurden die mir geedet? Ich hoffe doch. Das wäre nämlich der Plan gewesen. Ich hab mir nicht gemerkt, wie viel ich hatte. Ihr könnt natürlich jetzt im Video das sehen. Oder zurückspulen. Ich hab's irgendwie vergessen zu merken. Ich höre die ganze Zeit einen trinken. Ich weiß, wenn einer nachlädt, dann ist da wirklich einer, weil diesen Nachladesound, den hört man normal. Also, wenn wirklich ein Spieler da ist. Aber ich glaube, die Zombie-Sounds, die sind ja sowieso durchgehend da. Ist ja. Weiß nicht, ist ja. Muss ich nicht. Genau. Habe ich schon so oft gesagt, da muss ich nicht mehr drauf weiter eingehen. Aber, ich glaube, dieses Trinken-Sound, das ist ein Bug. Also, das ist genauso ein Bug wie diese Zombie-Sounds. Was haben wir da? Members, use Clan Tag and Mission Radio in-game. Okay. Keine Ahnung. Ich sag einfach mal okay. Ich laufe immer meine Standardroute über Stardew, Vibor, sowas und guck mal, ob ich jemanden begegne. Vielleicht möchte jemanden sehen langsam, ne? Man will ja nicht nur alleine in der Standalone rumlaufen, sondern man möchte jemanden sehen. Und ich weiß nicht. Ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen. Ich weiß nicht, wann das Video online gehen wird. Zurzeit findet die Streamwoche statt. Das heißt also, ich stream jeden Tag 18 bis 22 Uhr DayZ. Ich wollte nur Epoch streamen, aber es wird jetzt auch Standalone gewünscht. Vielleicht würde ich auch mal hier 7 Days to Die, so heißt das Spiel, mal anspielen. Wer weiß, weil ich habe eigentlich gesagt, ich will 7 Tage streamen. Dann ist mir aufgefallen, 20. bis 27. sind aber 8 Tage insgesamt. Dann dachte ich so, oh. Ja, Okay, mach's halt 8 Tage so. Deswegen ist es ja auch nicht schlimm, wenn ich dann einen Tag Standalone oder mal 7 Days to Die oder so streame. Wer weiß? Ihr werdet schon nicht meckern. Ich kann, doch, ihr werdet sowieso meckern, aber. Passt schon. Ne? Besser ein Stream als gar kein Stream. Daher. Auch einfach mal nett sein. Nicht immer nehmen, 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 sondern auch mal geben wollen. Das wäre super. Aber ich habe ja ziemlich viel positives Feedback bekommen und so viele Leute schon. Also das ist super. Ich habe eine Glatze. Was ich auch gerne mal wissen würde ist, inwieweit kann man Zombies one-hitten mit Waffen? Ich glaube, auf dem Kopf war das komplett one-hit. Aber ich habe gelesen, dass ihr mir in den Kommentaren gesagt habt, dass man wirklich nur mit einem Kopfschuss töten kann. Also Kopfschlag töten kann, sonst gar nicht. Eigentlich schon wieder die zu trinken. Mensch, die Sound können die auch mal fixen. Jetzt habe ich Zombies und trinken. Aber egal, no problem. Hören wir einfach drüber. Kein Problem. Ich denke mal, ja, ich weiß nicht, ob das Video noch vor Ende der Livestream-Woche kommt, aber ich habe auf jeden Fall wahrscheinlich noch geplant, mit Perry zusammen ein bisschen Standalone zu spielen. Wann genau, wissen wir nicht. Werden wir mal gucken. Also zu streamen natürlich. Aber wahrscheinlich einer der letzten Tage. Seid einfach gespannt, so wie immer. Kommt halt immer so je nach Bock und Laune. So, die Autos, mir wurde, ich habe in den Kommentaren gelesen, ich soll die Autos doch looten. Da ist sehr, sehr oft was drin. Mal hier mal alles Tür öffnen. Da war zum Beispiel Munition drin. Revolver-Munition. Dann packen wir das hier weg.
Das war ein guter Tipp von euch. Mehr ist da nicht. Ist da was? Da ist nix. Haben wir hier was? Die Essen, Trinken glauben wir jetzt nicht. Manche haben die das auch geändert am Anfang. Oh, da war was drin. Manches Stab ist... Okay, ziehen wir mal an. Das ist eine Schutzweste. Sieht so aus. Und eine Magnum, die habe ich gar nicht gesehen. Oh, aber dafür habe ich keinen Platz. Oh nein, die braucht die Plätze, ne? Und ich habe sogar Munition für die Magnum. Oh mein Gott. Das ist jetzt übertrieben, bitte, bitte, bitte. Was haben wir hier? Starter-Kit. Ne. Ja, scheiß auf die M9. Scheiß auf die M9. Magazine. Da ist was. Jawoll. Eat. Stand da Apple nehmen. T-Shirt beigenehmen. Ich musste das noch Tier into Rex machen, ne? Wir nehmen jetzt wirklich nur das mit, was wir gebrauchen können. Nämlich nicht die Pistole mit. Weil wer weiß, vielleicht begegnen wir Leute. Wo ist denn überhaupt die Pistole? Weil ich kann die ja so nicht looten, ne? So aber ja. Wäre natürlich cool, wenn man die Sachen sehen will. Hallo? Du kommst weg, du kommst da rein. Jetzt hast du das einfach in die Hände genommen. Sagen wir aber schnell nachgeladen. Okay, haben wir auf jeden Fall genommen. Machen wir so. Okay. Ich glaube, ich darf sie jetzt nur nicht loslassen. Dann laufen wir halt die ganze Zeit mit einer Pistole durch die Gegend. Kein Problem, weil ich glaube, sonst fällt die auf den Boden oder so. Und ich sehe schon, man muss echt mit Tabulator die ganze Zeit looten, weil man sieht zum Teil die Items nicht. Oder die sind vielleicht unter der Erde. Ich sehe da zum Beispiel mit Regal jetzt ganz viel Pepsi, Cola und so, aber wir haben keinen Hunger daher. Soll ich auch Scheiß drauf. Dokumentenblatt brauchen wir auch nicht. Haben wir hier was? Nee. Da siehst du schon wieder, wo ist denn diese Munition? Ich sehe die Munition nicht, aber wo soll die sein? Die ist nicht im Regal. Aber ich kann die Munition looten. Low Caliber Cartridge, widely used for shooting. Okay. Machen wir so. Ach, wir haben ja jetzt noch eine Tasche mehr. Passt ja. Also man muss echt die ganze Zeit mit Tabulator looten. Hier eine snackige Banane nehmen wir auch mit. Wer weiß, was wir finden. Das Looten dauert hier auf dem Server ein bisschen lange. Ich glaube, das dauert länger als sonst. Liegt das vielleicht am Server oder liegt das allgemein am Spiel? Da haben wir hier noch ein Buch. Brauchen wir nicht. Keiner liest eine Zombie-Apokalypse. Kann man die Zeit sich auch anders vertreiben. Da geht man lieber hin. Oh, hier haben wir langsam. Nee, was? Da ist eine M4. Oh, ja. Lass mich testen. It doesn't fit in here. Machen wir das. Pass auf. Dann machen wir das. So. Und so. Passt. Ich weiß, dass hier immer was ist. So, ich dachte, da war wieder ein Quast drin. Eine der Kisten ist immer was. Das habe ich schon rausgefunden. Normalerweise sieht man das nicht. Das Quast hat man jetzt gesehen, aber normalerweise sieht man das Ganze nicht. Hier auf dem Dach spawnt auch. Bisschen Essen. Brauchen wir auch nicht. Wir haben 6 oder 8 Schuss. Ich glaube, 8 Schuss sind in der Gun drin. Wir haben also schon eine kleine Bewaffnung gefunden. Das ist super. Aber keine Typchen, ne? Bei Daisy Vanilla könntest du das gar nicht so looten. Solche Städte, wie, ich glaube, ist das Gorka Quatsno? Lass mich nicht lügen, irgendwas mit G. Könntest du normalerweise gar nicht looten. Die wären sofort, würde irgendwoher jemand kommen und dich töten. Oder, was heißt töten? Zumindest wäre es in einem Kampf verwickelt. Die würden dich beobachten, sagen wir so. Töten wäre schon übertrieben, aber die würden dich beobachten.
Jo Leute, danke, dass ihr erstmal zu Ende geschaut habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch einen Kommentar da oder eine positive Bewertung. Außerdem habt ihr jetzt hier oben die Möglichkeit, auf ein Daisy-Mod-Video zu gelangen und unten die letzte Folge von der letzten Standalone. Haut raus!